So, dann sind wir auch auf YouTube wieder live. Herzlich willkommen. Wir haben Tag 542, 1920. Wieder hat sich spontan jemand ausgelockt, kurz vor der Horde. Das heißt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Dass wir uns noch hier so ein bisschen ausrüsten können. So, einmal ganz, ganz fix, dass wir dann, wie gesagt, dass wir dann gleich hier Dinge tun können. So, einmal die Pumpe. Dann nehmen wir noch die Wumme mit. Den Knüppel nehmen wir natürlich auch mit. Warte. So, zack. Zack, zack, zack. Knüppel machen wir. Last one. Das machen wir darauf. Schwupsel. So, insofern, auf der einen Seite ist es natürlich ganz gut, auf der anderen Seite natürlich tierisch bescheiden. Weil ich wollte eben halt ganz gern noch ein bisschen Zeit. Zeit haben, ein paar Sachen vielleicht noch vorzubereiten, aber das sieht ja nun nicht jetzt danach aus. Nichtsdestotrotz werden wir die Zeit nutzen heute und die neue Hordenbasis, die wir gebaut haben, natürlich dann mal nutzen. Mal ausprobieren. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall. White Devil, grüß dich. So. Hä? Ich hatte doch. Hatte ich nicht oder hatte ich doch? Ja, ich will mich. Ach, ich kann mich eigentlich nicht so vollmüllen, wie ich mich hier gerade vollmülle hier. Eigentlich soll das so gar nicht sein. Wir brauchen hier noch ein bisschen. Schon was anderes. Munitionsreserve. Das werde ich nicht werfen können. Naja, vorsichtshalber kann man es aber mitnehmen. Ich packe mir vorsichtshalber damit drauf. Dann packen wir uns noch ein paar Bandagen mit rein. Wir haben ja schließlich noch die Dingenskirchen dabei. Die, die Drohne. Dann haben wir so ein bisschen was zu essen mit, ein bisschen was zu trinken. Und dann sieht das eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Trinken, trinken, trinken. Und dann nehmen wir den mit. Und jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr. Machen wir aber, ist aber egal. Können wir. Den mal gleich hinschmeißen, zack. So. So. Dich schicken wir mal gleich in den Silent Mode. Und aufbewahren. So, dann kriegst du gleich mal Bandagen. Damit du mich heilen kannst. Und ein bisschen. Nee, was zu essen brauchen wir. Was zu essen, ja. So, was zu essen. Gut. Hab dein Video gesehen mit der Base, ist echt bitter. Ja, definitiv echt bitter. Aber natürlich einfach eine Bau- und Planungs- Fail, sagen wir es mal so. Na, also das muss man da natürlich ganz klar sagen. Deswegen hoffe ich, dass jetzt die Basis, die wir umgebaut haben, noch die ein bisschen geiler ist. So, mal gucken. Wie viel Schuss haben wir da jetzt drin? Nehmen wir erstmal die, würde ich sagen. Aber wir müssen ja auch noch ein bisschen Munition haben nachher für die Rinser-Quest Nummer 2, die wird ja auch noch kommen, deswegen mal gucken. So, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir haben es knapp 20 Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit, um was zu machen. Ja, also das ist ja nun jetzt auch nicht so dramatisch. Das sollte passen. Umziehen musst du aber nicht. Nee, umziehen muss ich jetzt nicht. Nein, umziehen muss ich jetzt nicht. Ich habe in der Nähe nochmal gebaut. So. Also ich weiß ja nicht, welche, was du jetzt, welche Folge du jetzt konkret meinst. Ob das jetzt schon die, ob das jetzt die Bergbasis war, ob das jetzt schon die Untergrundbasis war, was du von den beiden Folgen gesehen hast. Das mit dem Berg war natürlich schon bitter, weil, naja, wir haben halt. Ohne, wo bist du? Da bist du. Schon sagen. Mit dem Riesenloch, ja, alles klar. Dann hast du die zweite gesehen. Ja, das war natürlich sehr bitter. Bei der Bergfestung hier war das ja einfach nur ein Bug. Bei der Bergfestung war es ja ein Bug und jetzt hier bei dem. Bei der zweiten Basis war es einfach ein Planungsfehler, weil ich habe mich einfach mit meinem Standort verkalkuliert. Ich hätte das ein bisschen anders bauen sollen. Aber das weiß ich dann auch beim nächsten Mal besser, hoffe ich. Aber deswegen baut man ja auch so eine Basis. Das ist natürlich immer ein bisschen Sünde um die Arbeitszeit und das Material, was man da verbrät und so weiter. Ist natürlich immer ein bisschen i.
Aber gut, auf der anderen Seite probiert man ja auch Sachen aus. Man probiert halt aus, wie Zombies auf bestimmte Situationen, bestimmte Basen reagieren. Man kann ja nur daraus lernen, aber da wir noch einen Blick Zeit haben, kann ich ja euch mal zeigen, was ich jetzt noch vorhabe, auch wenn ich das, glaube ich, schon einmal gemacht habe. Ich mache das eben halt nochmal. So, komm her, du Heinz. So, gleich aus dem Leben gekloppt. Oh, farblich gesehen echt schönes Wetter. Wo ist meine Drohne wieder hin? Ach, da. Sucht die mir die ganze Zeit und ist sie plötzlich hinter mir. So. Das ist ja meine zweite Hordenbase hier. Vielleicht mal für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal zuschauen. Das ist meine zweite Hordenbase. Das ist meine erste Hordenbase, wo sich herausgestellt hat, dass zum einen der Weg hier einfach zu lang ist. Na, darum stehe ich ja drin. Oder hätte ich drin gestanden. Und mein Plan war ja, dass die Zombies hier die Rampe hochlaufen, hier durch. Da sind dann Rotating Blades drin. Und da hätte ich sie dann abgeknallt, von dort aus. Hat aber nicht so wirklich funktioniert. Weil irgendwie hat der Berg irgendwas an sich, dass es eben, dass die Zombies da verbacken und der Server sich irgendwie aufhängt dadurch, warum auch immer das passiert. Daraufhin habe ich eben halt hier diese neue Hordenbasis gebaut. Was den Hintergrund hatte, die Zombies sollten halt hier runterfallen, da unten landen und da unten so ganz grob da auf der Ecke, da hätte ich einfach rausgeschossen. Hat aber nicht funktioniert, weil die sich hier vorne runtergebuddelt haben. Die haben sich hier halt irgendwo runtergebuddelt und da waren sie unten im Keller. Hier werde ich nochmal ausprobieren, das zuzumachen. Da werde ich vielleicht so 2, 3 tief vielleicht nochmal eine Betondecke, Stahldecke vielleicht noch einziehen. Und dann werde ich hier vorne diese Schürze, die ich hier vorne habe, die werde ich so weit runterziehen, wie es halt geht. Sodass wir unten vielleicht vielleicht so 5 Blöcke oder sowas vor dem Ende etwa aufhören. Sodass ich nachher mit meinem Kadaver, also in etwa hier unten lande. Also da werde ich nachher drin stehen und nach draußen schießen. Also das, was wir hier reingebaut haben, nach vorne verlagern, in der Hoffnung, dass die halt, da wo jetzt die Blöcke quasi sind, ne? Also wenn man sich so vorstellt, da würde ich dann ja quasi ganz unten stehen. Und wenn die Zombies diesen Punkt fixieren als Angriffspunkt, dann würden sie ja auf diese Schürze kommen, da runterfallen, hier landen und dann könnten wir sie von dort aus bekämpfen. Das würde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren wollen, damit wir die Basis hier nicht ganz aufgeben. Aber ich habe natürlich alternativ eine dritte Basis jetzt gebaut. Ich werde sicherlich auch noch eine vierte und eine fünfte bauen. Um einfach mal gewisse Basen auszuprobieren. Ich bin neu hier, wie ist das Spiel so? Mach wieder Spiele, scheiße, ich kann es dir nicht empfehlen. So, und jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt gerade die dritte Hordenbase. Das ist denn diese, so ein klassischer normaler Bau. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nochmal eine vierte und eine fünfte Basis vielleicht nochmal bauen. Allein um gewisse Herangehensweisen vielleicht mal auszuprobieren. Auch das lässt sich hier relativ schnell erklären. Ich habe natürlich wenig Stamina, ist ja klar. Hier ist soweit komplett aufgewertet. In sich erstmal fertig, an sich noch nicht ganz fertig. Ich wollte hier noch einen Betonboden einziehen, noch mit Stahl aufwerten. Ich habe das aber gelassen, weil ich nicht weiß, ob die Basis des A überlebt und wie wir hier die Feralhorde überstehen, ob wir sie überhaupt überstehen. Folgende Strategie, die Zombies sollen hier in die Mitte laufen, hier die Rampe hoch und versuchen, hier über die Rampe da reinzukommen. Dafür sind diese Stäbe da, weil die Zombies das als Block wahrnehmen und versuchen sollen, da hinzukommen. Das werden sie natürlich nicht schaffen, weil wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann fallen sie halt runter. So soll es halt laufen. Und das ist der Plan. Das soll einfach die Zombies noch ein bisschen aufhalten, aber wir können natürlich auch hier reinspringen. Ja, und dann hätte man quasi die Möglichkeit, hier ringsrum dann halt hier rauf zu ballern, wenn man hier mit mehreren Leuten vielleicht mal steht. So, hier ist mal der Außenzugang. So, machen wir den Laden mal zu. Das hatte ich auch mal gebaut, aber ich weiß noch nicht, ob ich das weiterverfolge oder ob ich es wieder abreiße. Für den Fall, dass sie tatsächlich hier mal durchbrechen, habe ich jetzt hier mal die Klappen gesetzt, sodass man hier die Zombies so ein bisschen blockieren kann. Ich meine, Holz fällt dir natürlich nicht auf, ne? Also machen wir uns nichts vor. So, komm her, Droni. Willst du mal hier bleiben oder willst du nicht hier bleiben? Ich weiß nicht, von wo wir die Zombies bekämpfen wollen. Bleib mal hier, Droni.
Nehmen nicht. Bleib mal hier. So. Ja, also wir können natürlich auch hier aufmachen und können es drauf ankommen lassen. Aber ich lasse es einfach mal. Dann könnten wir von hier aus die Zombies bekämpfen. Ja. Ob das eine Alice hält, ob die Zombies uns das hier gleich richtig auseinandernehmen, das werden wir gleich sehen um 22 Uhr. Und schauen wir mal. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall hätte das eben halt auch die Möglichkeit, dass man hier mit mehreren Leuten hier umsteht. Falls man doch mal Besuch hat zur Horde. Und dann kann man hier verteidigen. Ich bin gespannt. Weil es ist ja nur Beton. Eigentlich müssten wir schon mit Stahl haben, weil ich gehe mal davon aus, dass wir auch Demolisher haben werden. Hansa, grüß dich. Guten Abend. Ja, genau. Und wie gesagt, wir spielen diese Horde spontan, weil ja doch wieder irgendjemand sich kurz vor der Horde ausgelockt hat. Und deswegen nehmen wir es wieder heute mal auf uns. Insofern gut, weil wir die Horde ja ausprobieren wollen oder die Basis ausprobieren wollen. Auf der anderen Seite natürlich blöde, weil wenn man halt so kurz vor der Horde ist, dann muss man sich ja noch vorbereiten und dann schafft man die Sachen. Das ist immer ein bisschen mau. Jetzt habe ich ganz vergessen. Ah ne, ich habe noch. Ach, ich hab zum Glück noch Repair Kits dabei. Ich wollte sagen, scheiße, die habe ich gerade vergessen. Ah, ein Glück. Ein Glück. So, mal gucken, was das hier gleich wird. Ich werde erstmal wieder mit Pistolette spielen. Das ist erstmal die schlechtere Munition. Ich bin gespannt, ob sie den Weg finden, ob sie tatsächlich hier längs gehen oder ob sie auf die Säulen gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Säulen ganz gerne angreifen, weil die doch sehr engmaschig sind. Und ja, den Zombies muss man so ein bisschen Weg geben, um zu einem zu kommen. Kann natürlich sein, wenn sie von hier außen auf die Säulen einkloppen, dann haben wir natürlich eh keine Chance. Kurz vorher, also ich und Voyager waren die letzten, die drauf waren. Ich bin so gegen 13 Uhr runter. Also als ich gerade den Server gestartet habe oder mich eingeloggt habe, war es 19.17 Uhr. 19.17 Uhr war es gerade. Als ich mich eingeloggt habe. Also irgendjemand hat sich um 19.17 Uhr hier auf dem Server ausgeloggt oder kurz danach. Ich weiß jetzt nicht, ob der Server sich instant abschaltet oder in Pause geht oder ob der eben vielleicht, was weiß ich, noch eine halbe Stunde nachläuft oder so, das weiß ich nicht, aber eigentlich soll er instant sich abschalten. So kenne ich das zumindest von anderen 7-Days-Servern. So, wir haben noch eine halbe Stunde in-game. Bin echt mal gespannt. Also wenn das nachher sich einigermaßen gut schlagen sollte, hier die Basis, dann werden wir eben natürlich hier noch einen Betonsockel setzen, also mit schönen Betonboden. Hier werden wir noch Rotating Blades reinsetzen. Natürlich alles mit Stahl aufwerten, so gut es geht. Und oben aufs Dach packen wir vielleicht auch noch ein paar Geschütztürme hin. Sodass wir hier noch ein bisschen arbeiten können. Und das wäre dann eben halt ein Entwurf. Wie ich schon sagte, das ist ja die dritte Basis. Die zweite Feralbasis würde ich vielleicht auch noch mal umbauen wollen, um es einfach mal auszutesten. Und vielleicht habe ich noch mal eine Idee für eine vierte oder fünfte Hordenbase, ohne jetzt alles straight zu kopieren, wo man einfach mal gucken kann, ob es da noch irgendwie andere Herangehensmöglichkeiten gibt. Aber wie es halt immer so ist, Zombies muss man eben halt einen Weg anbieten. Ne? Also man muss den Zombies tatsächlich einen Weg geben, den sie halt gut gehen können, weil wenn man das eben nicht tut, dann gehen sie halt irgendwo lang. Und das kann man dann halt schwer berechnen. Das wird schwierig. Naja. Gut. Ich bin gespannt. Mein Motorrad habe ich auch dabei. Das wollte ich eigentlich gar nicht dabei haben. Das ist nämlich nur wieder ein Slot mehr, den wir dann weniger haben. Slot mehr, den wir dann weniger haben. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ich bin gespannt. Kommen Demolisher? Wenn ja, kriegen wir sie rechtzeitig weggepumpt oder sprengen sie hier die Hälfte der Bude weg? Das kann natürlich sein. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Die Basis hat natürlich den Nachteil, wir können nicht nach da schießen. Wir können zwar nach da schießen, aber eben halt nur aus der Distanz. Also der Fokus liegt tatsächlich da drin, dass man hier den inneren Kern verteidigt. Und eben halt ein bisschen kompakter das Ganze. Gespannt. Oder Robby, wie geht's dir? Wie geht's dir und glaubst du, wir schaffen's? Oh, sag was! Ah, ne, ich habe ja uns Silent. Ja, ist ja gut. Jetzt wird's gleich wieder neblig, ne? Und wir sehen wieder nichts. Aber ich könnte so kotzen. Was mich wieder dazu bringt, dass wir hier auch noch unbedingt Beleuchtung reinbauen müssen. Können wir aber auch wunderbar hier aufs Dach bauen. Das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Du kannst natürlich hier an allen vier Ecken am besten so Strahler hinbauen, die das den Innenhof beleuchten. Und dann mittig vielleicht ein paar Geschütztürme, die da auch nochmal reinbürsten. Das kann man natürlich dann eigentlich wunderbar machen. Und es geht gleich los. Ich bin gespannt. Ja, die Schlacht. Ja, entweder die Schlachtung der Zombies oder meine eigene Schlachtung. Das werden wir gleich sehen.
Bin gespannt. Ich stelle mich mal hier vorne schon mal hin. In der Hoffnung, dass da gleich Dinge passieren. Ja, jetzt kommt Zombie-ASMR. Geil. Oha, leckt ein bisschen. Oh, leckt tatsächlich ein bisschen mehr. Okay, sie kommen durch die Mitte. Sehr gut. Sie kloppen schon mal irgendwo gegen. Okay. Ja, das ist, was ich schon sagte, weil es nämlich relativ engmaschig ist, kann es natürlich sein, dass sie auf alles einschlagen. Ich glaube, ich gehe doch mal auf MG. So, wo bist Sophie? So. Ja, sie hängen, glaube ich, noch ordentlich. Sie gehen zwar auf die Rampe, aber... Aber sie vergehen sich auch so ein bisschen an den Säulen. Vieh. Ja, noch sind sie noch nicht so richtig geil drauf. Ich sag ja, also die Säulen könnten noch zum Fängnis werden. Also richtig Säulen, also richtig rampengeil sind die noch nicht. Das würde für mich ja fast bedeuten, dass die mehr sich mehr an den Säulen aufteilen als an der Rampe. Okay. Ja, weil ich da stehe. Deswegen gehen sie da ran. Doch mal. Das heißt, sie greifen tatsächlich den Block direkt unter mir an. Okay. Sollten wir auf jeden Fall nochmal sehen, dass wir vielleicht... Na guck mal, jetzt sind sie da nämlich die ganze Zeit zugange. Ja, eben da, wo ich eigentlich sein soll. Scheiße. Ah.
Aber das könnte man natürlich dann kombinieren, indem man vielleicht Fallen baut. Ringsrum. Oder wir nehmen halt den Klassiker mit den Spikes. Wenigstens funktioniert anscheinend mal eine Basis von mir. Das bringt mich dann schon mal. Das motiviert mich zumindest schon mal wieder. Christian, grüß dich. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht mit den vielen Säulen. Weil, wenn die mir ein paar Säulen kaputt haben, macht das auch nicht so viel aus. Schieß mal auf, nee. Scheiße. So, einmal kurz reparieren. Schabupsel. Die reißt gerade nicht so wirklich viel. Jetzt hätte ich mal das Lernelixier haben sollen. Aber wir können mal ein bisschen Position ändern. Das könnte man eben uns nochmal zunutze machen. Gut, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, vielleicht, wenn man sie sollen, tatsächlich noch... Wenn man die jetzt schwebend machen würde, die Säulen, dann wäre der einzige Zugang jetzt hier vorne der. Das können wir vielleicht auch nochmal testen. Du Grüne. Scheiße. Demos! Wenigstens läuft man die Horde vernünftig durch. Wir haben jetzt wenigstens kein Gelegge. Also haben wir damit auch bewiesen, dass es eindeutig der Berg ist. Schon das Geklöder von den Steinen, die dann zerbersten. Wo seid ihr, kleinen Schweinepriester? Aber grundsätzlich ist so der Aufbau, dass man nach innen wegschießt, das ist eigentlich ganz cool, weil man immer ordentlich die Position wechseln kann.
sicher. Also richtig rüberspringen wollen sie aber nicht, ne? Also das tönt die nicht so wirklich an. Oh ja. Och, du Scheiße. Aber wenigstens Löcher bohren muss ich ja sowieso, also von daher. Was war das denn? Ach, das war eine von den Polizeizombies, ne? Scheiße. Ja gut, aber dagegen hilft ja nicht wirklich was. Da müssen wir wirklich sehen, dass wir das alles auf Stahl aufwerten, damit wir ein paar Schläge, auch ein paar Hits eben halt auch aushalten. Und dann eben ein paar Geschütztürme noch dazu. Vielleicht ein paar Rotating Blades generell fallen und dann... Also so ist sie relativ nackt, die Basis. Also die Rampe finden sie nicht so geil. Also die nutzen sie zwar, aber eigentlich auch nur von, um von links nach rechts zu kommen. Aber richtig antören, richtig angetören fühlen sie sich nicht unbedingt. Und das nicht zu knapp. Seid ihr kleinen Schlawiner. Na, schieß mal auf, nee. Kommt her, ihr Heinis. Kann ich schon mal wieder reparieren hier.
Also wie immer, die Zombies nutzen quasi immer den direkten Weg für den Angriff. Also wenn ich hier stehe, greifen sie die Säulen an. Wenn ich dahin stehe, greifen die Säulen an. Oder zumindest das, was in unmittelbarer Umgebung ist. Schlägt doch fast die Hand ein mit dem Steuern hier, das ist unglaublich. Weil ich die ganze Zeit immer so verbissen drücke. Obwohl es klingt nicht, ich lasse es einfach. Ich verstrecke mich da immer sonst an den Aussagen. Jetzt kommt der Drecksnebel. Mal gleich liegen da unten, sonst werde ich grantig. Aber wenigstens scheint die Basis wenigstens mal für eine Horde wenigstens mal zu funktionieren. Das ist doch schon mal. Da sehe ich nichts mehr, ne? Scheiß Nebel, ey. Nichts mehr. Ah, schon wieder kaputt. Gibt's da nicht. Die verstecken sich natürlich gleich wieder, ne? Die Schweinepriester. Ja, die Säule haben sie aber schon ganz gut getüdelt.
Einmal den Pulk reinhalten, da siehst du nur die Fleischfetzen durch die Gegend fliegen, so hört sich das. Oh, da haben wir ein bisschen. Ach nee, das Ausgehöhlte, dann muss eigentlich noch vom Demolisher kommen. Dass sie darauf, dass sie eben halt darauf hauen und nicht versuchen, darüber zu springen. Was ich eher wohl denken würde, dass sie das doch nicht als vollen Block sehen. Diesmal war. Sondern doch eher als Hindernis, was sie ja nicht überwinden können. Obwohl die können so weit springen. Schon wieder. Oh, ich habe schon gar keine Munition mehr. Okay. Das ist zumindest von der normalen Munition nichts mehr. Nehmen wir die. Ah, es könnte knapp werden mit der Munition tatsächlich. Ja, verkloppt euch mal gegenseitig, das ist eine gute Idee. Ohalef, was wollte ich denn sagen? Ferale. Radioaktive Ferale, das wollte ich sagen. Nein, Ferale. Codewort für radioaktive Ferale, Ferale. Bleib doch mal stehen jetzt.
So, warte mal. Können wir was ausprobieren? Komm mal ran, Babys. Oder auch nicht. Also auch wenn ich jetzt... Wollte ja so ein bisschen hier zentrieren. Da muss ich echt aufpassen, dass ich der abstürzt. Ah. Reichweite ist natürlich auch nicht so der Brüller. So, was habe ich jetzt noch an Munition? Ja, okay. Okay, alles klar. Jetzt sich in Grenzen. Okay, so viel haben wir tatsächlich nicht mehr. Dann müssen wir mit Pistole und Magnum machen. Sechziger Munition hätte ich ja tatsächlich noch zu Hause gehabt. Aber die wollte ich eben nicht komplett verbraten, weil wir die Quest ja noch vor uns haben. Aber ich glaube, das Gros haben wir erstmal geschafft. Dirty Larry, okay. Doch bloß, ich habe jetzt alle Achievements bis auf eine. Das wäre natürlich dann krass. Aber ich habe diesmal keine Hunde bis jetzt, ne? Also ja, keine Hunde und keine Wölfe. Wie läuft's? Ja.
können wir erstmal wieder eine Position wechseln. So, 43 gleich vorbei. Wir müssen nur die Reste aufwischen hier. Hier ich zumindest noch mal ganz gerne hier diese radioaktiven Feralen. Die können sonst gleich ein bisschen unangenehm werden, wenn wir da runtergehen. Ah, hier haben sie auch schon so ein bisschen umgeklödert. Kann allerdings auch vom Kotzen kommen. Allerdings hat die Basis so einigermaßen, also jetzt ist die natürlich gerade kaputt, hat die Basis wenigstens so einigermaßen gehalten. Und, naja. Okay. Der Server hat gehalten, die Basis hat mehr oder weniger gehalten. Also ein Teilerfolg auf jeden Fall schon mal. Und dann haben sie den nächsten Block kaputt genommen. So, das dürfte es gewesen sein. Die Musik ist aus. Ja, die haben hier natürlich ordentlich rumgeklödert, ne? Keine Frage. Na.
Natürlich das rote Bagel, was hier vorhin noch lag, das haben wir jetzt natürlich weg, ne? Ist klar. Das ist natürlich wieder entweder weggesprengt oder kaputt oder weggespawnt oder. Naja, die haben hier ganz gut, aber ich meine, dafür, dass es eine Betonbasis ist, geht es eigentlich, ne? Also sie haben mehr oder weniger. Also sagen wir, die haben jetzt nicht so viel kaputt gemacht, dass man die Basis gar nicht mehr retten kann. Also das. Ein bisschen reparieren, den einen oder anderen Block noch nachsetzen und dann hat man es eigentlich wieder, ne? Das Ganze natürlich über Stahl her entsprechend aufwerten. Und das war natürlich hier der Demolisher, ne? Da machst du nix. Der fräst hier natürlich auch gleich die ganze Basis weg. Ja gut, ich meine, die haben schon ein bisschen was kaputt gemacht, keine Frage, aber die Basis hat grundsätzlich erstmal gehalten. Das Einzige, was nun wieder nicht so richtig funktioniert hat, das war hier diese Rampe, wie sie eigentlich mal geplant gewesen ist. Ja. Okay. In Ordnung. So, nochmal ein Screenshot nochmal. So. Aber gut. Prinzipiell haben wir die Horde komplett alleine gespielt, ohne irgendwelche groben Lecks, irgendwelche Zusammenbrüche oder sonst irgendwas. Gut. Ist doch schon mal auch schon mal was. Ist zumindest schon mal ein Anfang. Ist zumindest schon mal ein Teilerfolg. So. So, Droni, du kannst mal mitkommen. Folge mir. Unauffällig, ob es geht. So, mal schnell nach Hause. Kurz was essen. Was trinken. Ja, hat funktioniert. Zwei Punkte, also so viele Level sind wir jetzt nicht gestiegen. Wir sind, glaube ich, ein oder zwei Level, glaube ich, gestiegen. Waren jetzt ja auch nicht die rauen Mengen an Zombies. Also ich meine, waren schon einige, aber. Ist natürlich, wenn man mit mehreren zusammenspielt, gibt es natürlich dann mehr Punkte, aber okay. Na, wen haben wir denn da? Bist du von der Horde noch über? Warte mal, dann gönne ich dir mal den Knüppel. Ach so, okay. Tja, Junge, hast du dich mir schon verlaufen? Hier war nichts mehr. Da hinten sind wir umgezogen. Da hinten musst du hin. Wenn du mal wieder zur nächsten Horde vorbei schauen willst. Zumachen. Da siehst du mal, wieder eine Horde hinter uns gebracht ist. So, Munition. Das könnten wir vertickern. Oh, eine Schatzkarte haben wir noch zugekriegt. Ja gut, der Loot war jetzt auch nicht so der Brüller. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das lassen wir hier. So, Munition. Die lassen wir mal da, die nehmen wir mit. Da nehmen wir mal drei Stacks davon mit. Die Waffe packen wir mal weg. Ich nehme nur die mit. Reparieren. Oder nehmen wir das Sturmgewehr mit? Nehmen wir so eine Sache. So, das kommt weg. Das können wir zerlegen. So, Händler, da packen wir mal die Karte mit rein, auch wenn sie da nicht reingehört, aber das passt schon. Das rein. Das rein. Das rein. Zack, sortieren. So, Eisen. Zack. Messing. Blei. Zack. Messer ist Händler. Also das Rezept dafür.
Baumaterial packen wir erstmal weg. Wie schaut das aus mit Frames? Haben wir, okay. Wo leckt? Auf zu lecken! Hör auf zu lecken jetzt! So, Munition. Ne, das packen wir damit rein. Zack. Knüppel. So, was haben wir noch an Moon? Nehmen wir noch mit? Achso, nee, ich wollte mich jetzt mal ausmüllen. Ja, sehr gut. Und trinken und essen muss ich auch noch gleich. Ja, sehr gut. Ist ja okay. Ist ja okay, Spiel. Ich hab's verstanden. Essen, 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 essen. Material, schwupps weg. Trinken, schwupps, schwupps, schwupps. Gut. Die Munition packen wir mal weg. Brauchen wir erstmal gerade nicht. Nochmal sortieren. Nehmen wir Pistolettenmunition noch mit oder nicht? Ich glaube, Pistolettenmunition lasse ich auch hier. Das war ganz nett, aber nee, ich glaube nicht. Dann nehme ich mir lieber nochmal ein Stack. Pumpgun lieber mit. Das ist noch ein bisschen saftiger insgesamt. Wenn es mal heiß hergeht. So. Lieber noch ein bisschen von der Panzerbrechenden mit. Können wir die eigentlich auch durchstecken? Ne, zerlegen nicht. Oh, dieses Rumgelecke. Komm, hör auf jetzt. So. Zerlegen? Ne, können wir nicht. Können wir nicht. Ne, sieht nicht danach aus. Okay, schade eigentlich. Schade, schade. So, haben wir. Beton. Nehmen wir noch die mit. Das. Reparieren, Blöcke setzen. Jo. Schon überall fertig Beton, siehst du? Dann können wir nämlich dann auch gleich wieder Dinge tun. Weg, das. Kai. So, da haben wir genug Moon mit, da haben wir genug Moon. Das sollte eigentlich reichen. Achso, ja, und Werktüch natürlich. Das da rein, das da rein. Dann haben wir den mit. Den mit. Den mit. Haben wir noch einen Bohrer mit? Wir nehmen noch einen Bohrer mit. So. Bohrer, Benzin. Okay, dann können wir dann schon mal Dinge tun. Mal ein paar Sachen vorbereiten. So. Können wir nämlich die Basis nochmal wieder ein bisschen reparieren und dann müssen wir sehen, dass wir zur nächsten Horde, dass wir ordentlich Stahl produzieren, damit wir die aufwerten können. Und natürlich müssen wir einen Generator wieder reinsetzen, wir müssen wieder Waffen hinsetzen, also hier Automatikgeschütze hinsetzen. Brauchen wir natürlich wieder Munition für, brauchen wir Licht. Müssen wir auch ein bisschen was sehen, auch wenn es gerade mal dunkel ist in der Nacht. Also dunkel ist in der Nacht, wenn es gerade mal dunkel ist in der Nacht, natürlich. Wenn es gerade mal neblig ist in der Nacht, wo dieser. Natürlich ist es dunkel in der Nacht. Bring die Nacht ja so mit sich. Quasi. Meistens. Wenn es mal wieder dunkel ist in der Nacht. Nachts ist kälter als draußen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Mann, 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 Mann. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei einer Stunde auf YouTube. Insofern mache ich jetzt mal ein kleinen Cut. Und dann können wir dann auch gleich weiterschauen. Also bis dann.